Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grasses F. Ja, es geht immer noch weiter mit diesem Projekt. Es ist immer noch zu Ende, ja, hoffentlich dieses Jahr. Blah. Jedenfalls, ist schon wieder ein bisschen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, nachdem ich ja in der letzten Folge das Spiel im Future Arc durchgespielt habe. Und ja, wir kümmern uns jetzt noch um die kleinen mickrigen Reste, die noch übrig sind, hier im Main Arc. Und danach werden wir nochmal, ja, da kann ich jetzt nicht so verraten. Deswegen machen wir erstmal ein paar kleine Sachen. Zum Beispiel einige Titel und so alles hier sammeln, die uns ja noch fehlen. Das sind ja nicht mehr viele. Und ja, die kriegen wir auch noch. So, ich habe mir jetzt offscreen, habe ich mich noch ein bisschen hier so umgeschaut, Leute angesprochen und geguckt, was kann ich hier nochmal machen. Und habe mir halt alles hier so schön notiert. Und das gehen wir jetzt alles ganz locker ab. Und als erstes habe ich hier bei Furie, soll ich mal ansprechen. Die habe ich nicht mal irgendwann angesprochen und dann hieß es auf einmal hier. Nimm das. Futsch, ein fluffiger Schal. Und ich habe sogar geguckt, der ist glaube ich sogar noch ein bisschen besser als das, was wir jetzt haben. So eine Verarschung. Den hätten wir früher gebrauchen können. Egal, jetzt haben wir ihn. So, als nächstes. Warte mal, haben wir in Launch hier noch irgendeinen Skit? Über die Brücke? Nein, okay. Dann. Warte mal, was ist hiermit eigentlich? Was eigentlich mit dem Samen? Genau, da können wir ja auch mal machen. Jetzt soll ich ja voll wieder meine Notizen hier ignorieren, aber was soll's. Ja, wir können mal das hier machen. Ja, wusste ich doch, da ist ein Stern. So, dann können wir das hier auch mal endlich beenden. Es ist so schön, all diese Blumenblühen zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Stimme verteilt habe. Finde ich auch. Du magst Blumen sehr, oder Sophie? Jetzt ja, es macht mich glücklich, wenn sie blühen. Das ist schön. Hey, was ist das? Da glitzert etwas. Ja. Sieht aus wie ein Samen. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass du solche Samen gepflanzt hast. Entschuldigt, aber ist das? Nein, das ist nicht möglich. Ich arbeite doch im Objektladen. Wisst ihr, was das ist? Was für ein Zufall, dass du gerade vorbeikommst, was? Warte mal. Okay, ich wollte schon sagen, meine Aufnahme geht schon wieder nicht. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal so etwas sehen würde. Das junge Dame ist der Same einer unglaublich seltenen Pflanze. Hast du was gehört, Sophie? Das ist ja toll. Du sollst ihn sofort einsetzen. Nicht so schnell. Wenn es wirklich ist, wofür ich es halte, könnte es schwierig zu pflegen sein. Ihr müsst euch jeden Tag darum kümmern. Was meinst du, Sophie? Würdet ihr euch darum kümmern, Herr Verkäufer? Bist du dir sicher, Sophie? Das sind schließlich deine Blumen. Und der Typ sieht sehr schmierig aus. Ja, und dieser scheint ziemlich selten zu sein. Ich bin mir sicher. Solange diese Blume blüht und die Leute glücklich macht, bin ich auch glücklich. Eine lobenswerte Einstellung. Ich verspreche, dass ich mich gut darum kümmern werde. Nach einiger Zeit sollte diese Pflanze Früchte tragen. Kommt unbedingt im Laden vorbei, wenn es soweit ist. Danke, dass ihr euch um mein Baby kümmert. Dein Baby? Hihi, dann bist du also eine Mutter, was? Genau. Okay. Blumenmädchen und Geheimnishaben, das gucken wir uns an. Look at all the flowers. Thank you, Sophie. What for, Sharia? Till now there were never enough flowers to really call this a flower bed. It makes me happy. Then you're welcome. In a little while, we should go ask about that seed we gave to the item merchant. He said the seed might be something rare. And if that's true, it's all thanks to you, Sophie. Thanks to me. Yes, let's go see. Okay, schon fertig? Oder was? Da ist mein Titel ausrüsten. Hier. Wow, das hätte ich viel früher gebrauchen können. Im 25er Combo. Mystic Art. So, gucken wir mal. Ist das jetzt schon direkt fertig? Das wäre ja richtig gut. Ja, wir sind jetzt schon verdammt weit gekommen und gucken wir mal, der kommt, glaube ich, hier so vor der Tür hinterm Laden so ein Stern.
Wenn nicht, dann gucken wir mal später noch irgendwann nach. Falls. Okay, anscheinend nicht. Okay, anscheinend nicht. Dann warten wir. Dann gehen wir mal die Liste weiter ab. Tue ich mal im nächsten Part irgendwie nachgucken. Kriegast. Da habe ich. Weiß nicht, ob ich das schon früher kaufen konnte oder so, aber. Hier beim. Nee, ich glaube, das ist allgemein, ne? Ich will aber Kriegast hier. Notiert hier das Buch des Treffen. Die Zauberruf verdoppelt jeden Art Einsatz. Braucht man mal einen Einsatz. Braucht beim Einsatz aber dein Elf rasch aus. Das ist ziemlich idiotisch, weil ich jetzt schon alle Arts gemeistert habe und so oft eingesetzt habe, dass ich dafür jeden Titel bekommen habe. Also das ist jetzt totaler Mist. Aber wir haben es, das ist gut. So, in Severed habe ich eine magische Katar noch nicht gekauft. So wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß, ich bin jetzt hier ein bisschen kleinlich, was die ganzen Gegenstände angeht, aber man muss ja haben. Ja. Natalias Katar. Ash, halt! Ash, stop! So. Jetzt müsste ich mal gucken. Genau. Jetzt machen wir endlich den Elf-Mod hier noch. Weil den können wir jetzt kaufen. Den konnten wir im Main-Arc kaufen. Das ist richtig. Ach. Ich bin kotzen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die waren. Wir haben jetzt 400, 5000. Ist, glaube ich, nicht viel. Nicht viel, ja. Hm. Aber naja. Ich habe keine Ahnung, wie viel die kosten. Aber ich kaufe mal ein paar. Da müsste ich jetzt für jeden Charakter noch einen Titel bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, jeder kann einen holen. Und seltenes Metall produziert. Yay. Und die Rollenspiel-Dinger können wir auch noch kaufen. Wie ich herausgefunden habe. Super. Das Werk eines Schurken. Okay. 10.000. Oh. Okay, Cheryl. Die hat, glaube ich, am wenigsten. Kommt wieder. Elf-Modifizierin. Boah, das war laut. Ich muss aufhören aufzuschussen. Maximal SK. Boah, das hat sich bestimmt nicht gut angehört. Da werde ich wahrscheinlich irgendwie rausschneiden. So, 30.000. Wer hat denn noch wenig? Pascal eher. Kommt wieder. Elf-Modifizierin. 90.000, leck mich. Elf-Modifizierer. Oh Gott, das reicht ja gerade mal so noch. Ah, Malik. Okay, wir sind wieder blank. Aber nichts, was ich mit ein paar Offscreen-Sessions nicht fixen könnte. So, Wirkzeit runter, Wirkzeit runter. So, gar nicht mal so schlecht. Diese Dinger jetzt noch irgendwie bringen werden? Keine Ahnung. Waren auf jeden Fall teuer, wie bekloppt. So, dann. Lass mich mal kurz meine Datei runterscrollen. Und zwar. Skits könnten wir jetzt uns noch antun. Ich habe jetzt nicht so vor, so einen riesig langen Part zu machen, weil einige Nebenquests dauern, da rufe ich noch ein bisschen länger. Deswegen tun wir jetzt alle erstmal ganz locker abgehen. Wir machen uns das ganz gemütlich. Ne, wir gehen jetzt nach Verona. Ne, ich warte mal, ich wollte mich eigentlich ins Schloss rein teleportieren. Weil da wartet ein Skit. Jetzt gehen wir erstmal ein paar Skits ab, ne? Ich hoffe, ich hab nichts dagegen. Ach, ihr doch nicht. Wo ist denn Schloss Barona hier? Da irgendwo in der Empfangshalle war, glaube ich, ein Skit. So. Ist unbedingt wieder Geld auftreiben, leck mich. Gibt es nicht irgendeine Dinge, die wir jetzt gerade abgeben können? Die ganzen Dinger konnte ich übrigens nicht herstellen. Da fehlt immer irgendwas und das kotzt mich an. So. Okay, es gibt Eindeutigkeit. Hey, hold on. Uh-oh, this sounds serious. I just think it would be nice if you guys would help manage our inventory occasionally. When did we acquire so much stuff? We should just throw away everything we don't think we'll use. What? But someday we might toss the exact item we need. That's why you should help with the organizing. You probably haven't noticed, but I've been handling our inventory this entire time. Ja, irgendwie war ich das. Use more items. I'm serious. It's all right, Sharia. I'll help you. You'll do it with me? That's great. Thank you, Asbel. Captain.
Captain, that's not what I meant. Mein Gott. Schon wieder immer Eindeutigkeit. Ich würde zweideutig sagen, aber diese Eindeutigkeit. So, hier kann ich mich porten. Findelturm habe ich notiert. Wo ist er? Nee. Hoffentlich ganz unten. Da war ganz unten, ja. Aber die auch noch eigentlich. Dafür bekommt, glaube ich, Hubert auch noch irgendwie einen Titel, wenn er genug Plaudereien oder so. Nee, Pascal, glaube ich, weiß ich gar nicht. Irgendjemand bekommt einen Titel noch, wenn man ganz viel Plaudereien gesehen hat. Glaube ich, weiß ich nicht. Zwei Vögel. Yes, of course, sir. Thank you for your words of encouragement. Heyo! Ah, come on, Pascal! That funny hat guy you were just talking to is the Chancellor of Fendel, yeah? Yes, and he was kind enough to offer a few words to me. Hey, Captain, isn't that big old boomerang thing hard to use? It's worth it to make my foes fear my opening move. What? You looked happy about that conversation, Captain. It means a lot to a man who once abandoned his country, especially since our personal run-in. So it's like an intimidation tactic. Wouldn't you be intimidated by a foe whose attacks you couldn't anticipate? A personal run-in? What happened? Tell me, I want to hear the story. Where do you even get a weapon like that? It's a trade secret. That's my answer to both of you. He disarmed them both with one swing. Clever indeed, Captain. I'd better note this in my journal. Oh Mann. Der macht mich fertig, der Typ. alles klar, dann. Zerwerthafen. Ja, wir können noch mal gucken. Ach. So bei den magischen Katars. Wie viel ich da schon abgeben kann und was weiß ich. Ich glaube, ich habe letztens schon gemacht, aber egal. Zerwerthafen. Boah, ich brauche Geld für die Titel, leck mich. Was? Ah, ich bin blöd. Ich bin ja noch Zerwert teleportiert. ja toll, ich habe mir jetzt noch Zerwerthafen notiert, super. Ja. Das ist ja hier so blöd mit den Häfen. Hafen nach Zerwert? Natürlich jetzt sehr gut von mir notiert. Okay, dann gehen wir von hier aus nach da ist der Zerwerthafen. Ja, okay, ist gut. Okay, ja. Wenn das Kettchen passt. Ach ja, wir haben so eine Kette mal bekommen. Maybe one of the girls could wear it. Let me try it on. Pascal, wait. Huh? I can't get it on. That's what happens when you don't watch what you eat. Have Sharia try it. Huh? Me? Yeah. I have to try it after he said that. This is so nerve-wracking. What? No way. I'm too big. This can't be. Then how about Sophie? What? It won't fit. I wonder why it won't fit any of us. Oh my gosh. What if it's cursed? It was probably just custom made. We should try to return it to its rightful owner. Okay, wir inspizieren jetzt alle Füße. Alles klar, Symphoniezepter und so weiter. Also. Symphoniezepter, ja super. Erweckungsritter. What? Oh, noch eine Karte bekommen direkt. Das habe ich gar nicht gelesen. Oder? Meistertunikum G mal 3, super. Viel haben wir, sieht man halt irgendwo. Egal, scheine das Interesse zu verlieren. Grenzfeste zwischen Land und Fendel. Hey, hier ist er, glaube ich. Ja. Weiß ich. Müsste ihr sein. Tu mich bitte nicht da hinten. Okay, jetzt gut. Müssen wir einfach nur hier runterlaufen und dann kommen wir dahin. Weiß nicht, ob dann irgendwie schneller gegangen wäre, aber mal gucken. Also so viel Action wird jetzt nicht mehr passieren in diesem und den nächsten Part. Das kann ich ja schon mal garantieren. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen.
Aber so als Nebenklumpen mal zwei. Hier noch? Nö. Ja, jetzt wischen wir das. Wenn wir auch alle mal irgendwann gesehen haben, ne? Das muss ja. Das muss nicht, aber wenn dann schon ganz komplett. Hart im Nehmen, hart im Geben. What is it now? Lately, we've been kicking butt against all kinds of monsters. I'm not so sure that's true. It may simply be your own perception. But the injuries we've suffered are way down. Hmm. She acts like she pays no attention to others, but clearly she does. Sherry is practically useless these days. There's nothing to heal. Hey, I heard that. Yet her failure to turn that awareness into actual consideration is a concern. Muss der Typ eigentlich alles analysieren im Leben? So, und dann haben wir noch Velanik Theater. Da war auch so eine kleine Quest, da muss man aber auch Geld bezahlen, weil mich ankotzt. Ich muss so Geld herbeschaffen. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel da. Vielleicht kann ich ja irgendwas zusammenkratzen. Und dann möchte ich das auch noch erledigen. So, die sind so festgefahren. Seems like you really got into things as the play went along, Hubert. I thought it would be rude to show the audience a poor performance. Got that pro mentality, huh? Hmm, I wonder. If others see it as such, then perhaps I do. Asbel, Sharia, what's wrong? What do you mean? You both seem strange. No, we just got a little, wrapped up in our performance, that's all. Yeah, that's it. They say real actors have trouble leaving a role after a performance. You two must be extremely talented. Yeah, that must be it. Okay. Wie viele Plaudereien haben wir denn? Jetzt kann man doch irgendwo nach hier. Wir haben, mein Gott, guck dich da mal alles an, ne? Wir sehen Plaudereien 82,1%. Wie können denn da immer noch so viele fehlen? Ich verstehe das nicht. 28 Stunden. Ma. Das Projekt wird nie zu Ende gehen. Da, dann haben wir 5700. Ich glaube nicht, dass wir so viel Geld brauchen, aber ich gehe mal gucken. Muss ja der Wellen kennen. Ich muss mal irgendwas verkaufen, wenn ich irgendwie an Geld kommen kann, ganz schnell. Ja, okay. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt zwischen dieser und der nächsten Aufnahme hier irgendwie eine Trainingssession zu machen. Ich werde wahrscheinlich sowieso verdammt wenig aufnehmen heute. Wer weiß, wann diese Parts hier noch irgendwie hochgeladen werden. Muss man aufladen, Ding. So, dann, was haben wir denn hier? Was wir verkaufen können? Können wir irgendwie die Waffe verkaufen oder so? Das wäre gut. Hm. Wo ist mein Messer? Weiß ich nicht. Hier, dualisieren wir doch irgendein Dreck. Der Symphonie-Zepter, nein. Weiß nicht, seltener Geschossstab, dann können wir irgendwie sowas magisch oder irgendwie sowas. Nicht kurz irgendwie so ein paar Tausender kommen kann. Anscheinend nicht. Warum nicht? Ah. Ah. Ah, leck mich. Okay, dann irgendwie hier sowas. Haben wir da bestimmt ganz viele. Hier, verkauft das hier. Alles voll gemacht. So. Haben wir noch. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir so viel bauen. So, hier, das. Jetzt wollen wir mal mehr verkaufen auf einmal. Ascheringen zum Beispiel. So viel zum Dualisieren brauchen wir ja nicht mehr, ne? Teure Krone kann man verkaufen. Die kann man, glaube ich. Hier können wir die nicht farmen, aber ja. Ja, 30.000 wird ja wohl reichen. Hoffe ich. So, und zwar können wir. Habe ich irgendwie schon sehr viel früher irgendwann mitbekommen, aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Shame on me. Und zwar, hier ist noch irgendwo so ein Junge versteckt. Und zwar hinter diesem Brunnen da hinten. Joink. Oh Mist. Schon gut, ich geb's euch ja zurück. Als der Junge von ganz früher, der uns irgendwann mal 1000 Geld abgezogen hat, aber da unten rechts an der Schatztruhe ran wollten.
So, hier. Tut mir leid, dass ich euch vorhin beschworen habe. Meine Mutter ist schwer krank und ich wollte doch nur... Ist das deine Mutter, die da drüben schläft? Ja, ich möchte sie von einem Arzt aus Severt untersuchen lassen, aber der kostet mehr Geld, als wir haben. Oh. Wie viel brauchst du? Also... Ja, hättest du direkt sagen können. 200 Gold, kein Problem. 400 Gold, kein Problem. 800 Gold, kein Problem. 1600 Gold, kein Problem. 1200 Gold, kein Problem. Oder? Ja. Nur genug. 6400 Gold, kein Problem. Jawohl, das war einfach. Toll, jetzt kann ich meinen einen Arzt für meine Mutter holen. Das freut mich. Ich würde euch gerne etwas zum Dank geben, aber schon in Ordnung. Hilf ihr nur immer brav, wenn es ihr wieder besser geht. Und nötige nie wieder jemanden Geld ab. Danke, aber wisst ihr solltet wirklich vorsichtiger sein. Was meinst du damit? Wenn ihr weiterhin allen so vertraut, wird euch noch jemand aufs letzte Cent ausnehmen. Ihr habt Glück, dass es diesmal nur ich war. Übertreib's nicht, Kleiner. Hihihi. Warten, Kleiner. So, barmherzige Samariterin. Bams. Und dann sind es auch nicht mehr so viele Titel, die sie noch braucht. Ja, super. Bringen jetzt nicht mehr so die Titel. So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F, was auch immer wir da in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!